Hey Leute, und willkommen zum weiteren Video zu Bloons Tower Defense 6. Gestern kam ja kein Video an sich, sondern ich habe für über 2 Stunden Bloons gelivestreamt und habe im Stream den normalen und Elite Terror Bloon kaputt gemacht. Und das gibt mir halt die Möglichkeiten, dass ich nicht am Samstag und Sonntag den Boss der Woche vorstellen muss, dass ich am Sonntag quasi machen kann, was ich will. Werden wir auch den Rangmodus mal angucken. Hier hat einer den Boss geschafft mit nur 137.000 als Ausgabe, was krass wirkt. Hier bei Elite 800.000. Ja, das gucke ich mir dann morgen mal an. Hat hier auch tatsächlich noch eigene Belohnungen, also das ist doppelt interessant. Aber heute gucke ich mir nochmal eine Mod an. Und zwar eine Mod, die ich eigentlich Freitag vorstellen wollte. Weshalb Freitag auch kein Video kam, ich habe das nicht richtig hingekriegt. Und zwar eine Mod, mit der es 10 neue Bosse gibt. Und ich werde mir heute den Boss angucken, den ich mit am interessantesten finde von diesen Bossen. Ich übersetze jetzt sehr frei, zumindest cooler. Und zwar die Haikönige. 8-mal so schnell wie ein Bett. Die Haikönigin hat dafür aber relativ wenig Leben, wenn wir da mal gucken. Das Runde 120 hat die nur 120.000 Leben, also es geht eigentlich. Sie ist aber halt einfach Speedy Gonzales, denn nur wenn sie mein Totenkopf ist, wird sie 10-mal so schnell. Also sie hat dann 8000-fache Geschwindigkeit oder sowas. Und sie hat dazu noch eine Special-Fähigkeit. Und zwar mampft sie einfach einen zufälligen Tower einfach auf. Und man verliert dann noch extra Leben, je nachdem, ob der Tower eine Maschine ist oder nicht. Das heißt, Reißnagelwerf und so geht nicht. Und sie ist dazu Purple. Das heißt, Feuerangriffe gehen nicht. Das heißt, Magieangriffe gehen nicht. Und mein Problem mit der Mod war, ich habe es nicht richtig hingekriegt, dass nur ein Boss gekommen ist. Es sind immer alle zeitgleich gekommen. Aber ich habe jetzt hier alles weggeklickt, bis auf die Haikönigin. Und ich will mir die einfach mal angucken. Vielleicht nicht mit Saouda, aber schwierig. Wobei, vielleicht. Nee. Oh, kommt die Haikönigin. Ich habe es auf schwer gemacht. Ist wahrscheinlich doof. Deswegen, ich gucke mir das jetzt hier auf den Schwierigkeiten an. Ich bin sehr gespannt, wie die sich spielt. Falls ihr natürlich neue seid übrigens, dürft ihr auch sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Und ich bringe so 2 bis 3 Mod-Videos in der Woche. Ich finde, Mods sind halt aktuell für mich das Interessanteste in Bloons. Einfach, weil ich so viele andere Sachen schon gemacht habe. Klar, ich werde noch schon Panzertaktiken vorstellen. Klar, normale Boss-Tacken werde ich weiterhin vorstellen. Klar, ich werde noch weiterhin Challenges machen. Es gibt halt schon sehr viele richtig coole Mods. Und ich finde, die haben es auch verdient, dort vorgestellt zu werden. Und da alles natürlich teuer ist, muss man mal gucken, wie es jetzt am Ende läuft. Ich glaube, ein Ninja ist aber nicht gut, um das zu killen. Weil ich glaube, ein Ninja wäre zu langsam. Ich glaube, das wäre nicht das Richtige. Aber sowas wie ein Sniper. Ich glaube, Sniper dann oben 2, unten 5. Wenn der mal auf Touren kommt, müsste schon gut ballern. Schwierigkeitsgrad schwer ist vielleicht ein Fehler. Das werde ich halt rausfinden. Ich weiß nicht, wie schwer der ist. Und ich gucke mir von diesen 10 Bossen übrigens auch nicht alle an. Es gibt nämlich ein paar Bosse, die sind nicht so interessant von den Fähigkeiten. Das kombiniere ich dann vielleicht. Dass ich mir dann halt in der Runde dann 2 Bosse zeitgleich angucke. Aber manche sind halt ein bisschen schwerer. Aber mit der Mod kannst du halt viel machen. So, ich werde mir wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mehr mit der Mod angucken. Übrigens auch nochmal Danke für die Leute, die beim Livestream gestern so aktiv dabei waren. Das macht natürlich auch mehr Spaß, wenn der Chat aktiv ist natürlich, logischerweise. Bei Rocket League zum Beispiel, wenn ich das streame. Da ist der Chat halt eher still. Weil die wissen, dass ich mehr dann aufs Spiel konzentriert bin. Und da sind dann viele gar nicht so sehr am Schreiben, sondern die sitzen halt einfach und gucken zu. Und bei Bloons war der Chat jetzt auch schön aktiv. Und waren viele Leute da. Das fand ich gut. Hat mir gefallen. Deswegen, ich konnte mich dran gewöhnen, samstags morgens, mittags, vormittags, ein bisschen Bloons zu streamen. Es sei denn halt, es ist wirklich mal ein schwerer Boss drin, wo man dann halt mehr machen muss. Ne? Logischerweise habe ich auch schon gesagt, dann passe ich natürlich mich da ein bisschen an. Und dann mache ich natürlich noch Einzelvideos dazu, logischerweise. Aber wenn es jetzt halt so bleibt, wie es ist, weiß nicht, ich fand das cool. Ich fand das cool. So Samstagstreams, generell 2 Streams in der Woche, ist eine coole Sache. Wenn ich live streame, mache ich auch immer mehr Abos als einfach mit Videos. Das heißt, da wird es auch nochmal ein bisschen besser. Weil da krüppel ich gerade ein bisschen rum, was die Abos angeht. Obwohl das Verhältnis von Abonnenten, Nicht-Abonnenten gleich bleibt. Aber nicht, ist aktuell ein bisschen schwerer, neue Zuschauer aufzubauen. Was ja okay ist. Das ist cool, das ist nicht so schlimm. Schon den Sniper. Ich mache jetzt hier die Plantagen weg. Unten. Da so. Oh, passt sogar nicht ganz. Dann mache ich jetzt so. Stärksten. Und jetzt muss ich ja ganz viele Wurfvollaffen spammen. Und hoffen, dass der Sniper nicht verkauft wird. Weil wenn der Sniper verkauft wird, gehe ich Game Over. So, da ist die Haikönigin. Ich mache noch mehr Wurfvollaffen. Sie kriegt gleich einen absoluten Speedboost. Und gefühlt, ich greife mal kurz den letzten an. Was hier weg ist. Der hat den Speedboost gerade gekriegt. Kriegt der Sniper das noch hin? Ich kann noch einen Boost raushauen. Vielleicht machen wir noch hier so. Wait, wo Niederlage? Wo Niederlage? Ach, die Leben hat sie mir abgezockt. Sie hat mir die Leben abgezockt. Ich muss jetzt von vorne anfangen, weil bei dieser Mod ist es so.
Aber wie soll ich das denn dann schaffen? Hä? Ich mach's mal auf leicht. Übrigens hier bei Kraftwissen, hier die Mitte durchskillen. So. Und dann habt ihr am Ende der Strecke immer halt Nägel, die da rumliegen. Das ist halt hilfreich. Auf leicht kannst du halt viel mehr raushauen. Wahrscheinlich besser laufen. Zumindest Runde 40 werde ich den gut kaputt kriegen. Runde 60 hau ich dann noch ein bisschen mehr raus. Ist halt auch ein Boss. Ne? Der kann man nicht erwarten, dass man das easy durchkommt. Ich mach sogar was Mechanisches einfach. Wenn ich einen Heli mache, ist ja mechanisch. Und das müsste dann ja klar gehen. Oder killt mich mechanisch direkt. Und das war ein Fehler. Warte nur, aber Schaden müsste ja da sein, damit es jetzt quasi instant kaputt geht. Richtig Spiel. Richtig Spiel. Richtig. Ich komm wieder so weit. Alter, ist der schnell. Sie ist weiblich. Alter. Okay. Das wird gleich interessant, wenn die Bosse noch ein bisschen krasser werden. Das wird sehr, sehr interessant. Vielleicht wäre eine Schiffstaktik auch nicht schlecht. Einfach weil es quasi viel Spam ist. Und wenn ich viel spamme, ist das ja eigentlich gut in diesem Fall. Weil dann mampft die halt irgendwas Sinnloses auf. Ich muss wahrscheinlich echt ein Paragon raushauen, um was hinzukriegen. Der Boss wird jetzt ja immer stärker. Der wird immer mehr Leben haben. Ich brauche safe gleich einen Paragon. Ich will auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Ich habe 125 Leben, das sollte mich jetzt gleich dann nicht killen. Ich mache gleich Druidentaktik plus MAD. Also ich gehe komplett in die Vollen, um die kaputt zu kriegen in Runde 60. Was vielleicht auch gut ist, ist Erstschlagfähigkeit. Erstschlagfähigkeit macht 15.000 Schaden. Ich glaube, wenn ich... Das mache ich vielleicht. Ich gucke nochmal kurz nach, wie... Kann ich nachgucken? Hoffentlich. 15.000, das ist einmal Erstschlagfähigkeit. Erstschlagfähigkeit, ich mache es dreimal. Ich mache nochmal Erstschlagfähigkeit. Aber eigentlich... Ich bin ja schlecht Mathe, aber eigentlich... eigentlich müsste das klar gehen. Ich habe eine platzierte Nummer verkauft. So, Erst... Man kann nicht alles perfekt haben im Leben. Ich werde trotzdem gleich noch was raus. Und ich mach trotzdem MAD noch dazu. Tisch müssten die Erstschlagfähigkeiten die killen. Aber wenn irgendwas Komisches passiert und das nicht reicht, ich will halt dann bereit sein. So, MAD. So. Bum, bum, bum. Okay. Es hat locker gereicht. Es hat locker gereicht. Okay. Ich hatte halt Angst. Ich wusste ja nicht, was passiert. Gut. Der letzte Boss hat doch auch nicht so viel Leben, ne? Also Erstschlagfähigkeit ist die Strategie gegen diesen Boss. Aber interessant, der Boss, dass der einfach so den Turbo anmachen kann und wenn du Pech hast, saugt er dir all deine Leben weg. Weil Erstschlagfähigkeit hat mir jetzt ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben. Ich glaube, Erstschlagfähigkeit gut einsetzen ist einfach gut. Leben bauen wir jetzt auch hier mit den Druiden auf, mit den Waldgeist, weil der macht Leben auch mit der Fähigkeit. Ich glaube, der macht 50 Leben mit der Fähigkeit. Achtung, setzt die Fähigkeit ein. 3, 2, 1, 2. Ah, nicht ganz. Ich habe aber noch Zeit, ist alles gut. Ich liege halt richtig gut in der Zeit. Ist halt jetzt das Ding, dass ich den zu ernst nehme. Und der, glaube ich, halt auch noch recht anfängerfreundlich ist. Ich glaube, Erstschlagfähigkeit ist halt ein kompletter Cheatcode für den Boss. Und ich glaube, das müsste den Boss gleich komplett zerbomben. Aber gut, ich mag das Design vom Boss, by the way. Und ich mag auch, wie der funktioniert. Ist halt was sehr Individuelles. Um auch mal ein paar andere Bosse zu spoilern. Es gibt auch Bosse, die können die Position von deinen Affen... Wait. Was ist, wenn gleich der MAD aufgegessen wird? Das wäre scheiße, ne? Aber es gibt auch noch andere Bosse, die jetzt dazugekommen sind, die die Position von Affen verschieben, die deinen teuersten Turm verkaufen und so weiter. Also da gibt es halt richtig, richtig viel guten Shit. Ich glaube, das wäre fair vom Balancing. Zwei Bosse zeitgleich, ich glaube, es wäre fair. Aber hier halt die Haikönigin. Ich zum Einstieg dachte, ich gucke ich mir die alleine an. Macht es, der mir Schaden kassiert. Und Klebstoffaffe oben habe ich noch nicht weit genug gespielt, ne? Doch, doch. So. Bum, bum. Ja, ich habe es übertrieben. Der Boss hat keine Chance. Hoppala. Aber was ist denn an denen gefährlich? Der hat nur einer P. Ich meine, die arme Haikönigin, die ist ja gar nicht dazu gekommen, einen Tower vor mir aufzuessen, ne? Der hat nie eine Chance gehabt, Nom zu machen. Dabei war die ja vielleicht hungrig. So, ich lasse die jetzt mal ein paar Meter laufen, wenn sie kommt. Ja, wenn ich sie angreife, wird sie weggebombt. Da sind wir so gut. Auch wenn sie 60.000 Leben hat, da sind wir so gut. Oh Gott, okay. Dieser Dash nach vorne ist aber trotzdem insane. Der ist trotzdem sehr, sehr böse. Aber ich hab's halt übertrieben. Ich dachte halt, original, die wäre stärker. Aber plus natürlich Design, nice. Fähigkeiten, nice. Ich hab's halt nur zu sehr übertrieben und die jetzt zu sehr kaputt gekriegt. In Runde 1 aber, muss man sagen, hat die mich jetzt zerbombt. Der hat die mich einfach aufgemampft. Aber wenn du halt die Runde ernst nimmst und nicht auf schwer spielst. Ich glaube, beim nächsten Mal gucke ich mir zwei Bosse an. Und dann mache ich das auf Mittel. Aber jetzt so zum Reinkommen in dieses Boss-Format finde ich das eigentlich schon interessant. Der Runde 120 Boss, die Runde 120 Haikönigin, let's go. Okay, nee, wobei, wenn sie den Sprung macht, ist das gar nicht so easy, weil die ist super schnell. Ja, okay, wait. Erste Fähigkeit.
Ich dachte, sie hätte übertrieben, aber sie ist relativ weit gekommen tatsächlich. Ja, das war aber die Hai-Königin. Oh, ich habe sogar ein Achievement gekriegt. Das 1 Million Bloons mit Fallschirmschützen platzen. Ja gut, das hätte man die jetzt quasi solo gecarried, ne? Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Bis dahin und ciao.